Jo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer zurück aus Roma und jetzt geht es direkt weiter mit Super Mario Galaxy. Ja, ich habe eine Woche nicht gezockt, ich bin auf Entzug, ja, und wir müssen jetzt hier die ganzen Kometen noch holen, wir müssen sie sammeln, wir müssen sie... Ja, und direkt schon die Steuerung verkackt. Und wir müssen alle Sterne finden, die es noch gibt in diesem Spiel, aber nur die normalen, die grünen Sterne werden wir uns nicht holen. Wo gibt's denn noch Kometen? Haben wir schon alles? Hör mal, was habe ich denn hier alles gemacht? Mein Gott, Leute. Da scheinen wir ja einen guten Tag gehabt zu haben. Dann geht es hier los mit der schweren Welt, der Secret-Welt, der S-Welt, der Super-Welt. Ich weiß es nicht mehr, was es hieß. Ihr habt es mir geschrieben oder vermutet auch. Aber mein Gott, ich bin vergesslich. Kometenalarm. Wir werden jetzt erstmal den ersten Stern holen. Das lila Münzen-Luigi-Mosaik. Oh mein Gott. Ja, einige von euch haben gesagt, du Depp, lies doch mal bitte, was die davor sagen. Da sagen die, wie viel Münzen es gibt, bla bla bla. Ich sage, leider nein. Ich brauche keine Angaben. Ich mach einfach auf gut Glück. Sammel in 2 Minuten. So, sammel alle lila Münzen, hat er zudem gerade uns erzählt. Und da sind wir schon tot. Ja, das ist ja typisch für mich. Oh, Leute, ich kann das Spiel gar nicht mehr. Ich habe gar kein Gefühl mehr. Ja, ihr seht schon. Ich konnte das davor... Naja, so gut möchte ich nicht sagen. Werde ich von euch geschlagen. Aha, Bams. Bams, Bams. So, Konzentration ist wieder angesagt. Aha. So. Es ist wirklich nicht immer ganz einfach hier. Muss man wirklich sagen. So. Boah. Hör mal. Dim, ich hoffe, ich schaff alle Münzen. Und hopp. Nein! Du verdammtes Du Fuckman! Ist das denn wahr, ey? Diese verdammten scheiß schwarzen Marios. Schon stehen sie mir wieder im Weg. In den ersten, lass mich nicht lügen, 3 Minuten haben sie es schon wieder geschafft, mich dermaßen aufzuregen. Diese verdammten scheiß Dinger. Ist das denn wahr? Es lief doch gut. Es lief doch wirklich gut. Und jetzt habe ich schon verkackt, glaube ich. Jetzt habe ich schon verkackt. Weil, wie soll man es sagen? Erstens... Lass mich hier bloß durch, ihr Scheißviecher, ey. Ihr regt mich nämlich null auf. Oh, komm. Warum fliegen die da eigentlich nicht runter? Kann mir das mal jemand verraten? So. Komm schon. Alter, schon wieder diese Stelle, wo es fast gehakt hätte. Mein Gott! Denkt euch doch noch was Schwierigeres aus! Ja, ihr habt doch am verdammten... Ja! Nein, ich bin Death gegangen. Und es fehlt nicht mehr viele Münzen. Okay, da ist also die schwierigste Stelle. Oh mein Gott, Leute. Ey, ich sag euch, weißt du, da spielt sie einfach mal längst nach oben. Let's Plays du mal wieder ein bisschen. Du wirst hier direkt übelst von dem Spiel geleider. Nein. Denkst du hier auch nur so? WTW. Boah, lass mich doch mal... Ja, ihr seid solche... Ihr seid solche Weichheitsspackos! Ja, lasst mich doch mal da durch! Oh, Leute, jetzt dürfen wir null... Oh, verdammt. Wie soll der TG-Gamer das denn wieder machen hier? Was habt ihr euch hier wieder...
Boah, was ist denn mit euch los? Alter. Wie schade, ja, wie schade, wie schade. Wisst ihr, wie schade, wie schade. Die Schweizer Garde, wie schade. Die können mich mal gerne, schade. Regt mich das Spiel nicht auf. Ich bin doch voll gelassen. Lasst das Spiel doch mal kassen. So. Jetzt aber, Freundchen, jetzt habt ihr verschissen. Jetzt könnt ihr mich mal... So. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, die Stelle wieder. Au, 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 Kakao, au, ja, Kakao, Krakau. Verdammt, wo geht's lang? Ja, Mensch. Ja, sammelt doch mal was. Nein! Ja, und Hauptsache, die verrecken auch die scheiß Schattenmänner. Game over, das war's, Leute. Also ich denke, an dem Level werden wir noch so eine halbe Stunde hängen. Schalten Sie aus, wenn Sie keine Lust mehr haben. Du hast da ganz schön was mitgemacht. Ja, Luba, ey. Verdammter Steuerheini da, weißt du? Immer die beste Beratung, hä? Immer die beste Beratung, wie so eine Werbung. Oh, da hast du aber was falsch gemacht. Ja, ja. Kannst mal schön nach Hause gehen, Luba. Das interessiert mich null, ob ich viel abgekriegt habe oder nicht. Du sitzt da die ganze Zeit in einem scheiß Lenkrad und machst gar nichts. Warum? Weil du nichts drauf hast. Wir müssen die ganze Zeit durch die Galaxie rennen. Ja, und haben wir was drauf? Nein, haben wir nicht, aber wir müssen es trotzdem machen. Also hör auf, verdammt nochmal darum zu meckern. Du kannst null, genauso wie wir. Also, eine kleine Hasstirade an den Lubbermann. So, jetzt nehmen wir doch nach altbewährter Technik erstmal die hier alle mit. Weil die hatte ich, glaube ich, eben nicht. Und es wird halt lustig. Normalerweise würde ich euch jetzt gerne so ein bisschen erzählen, wie es in Rom war und. Aber das ist momentan nicht ganz so einfach, das zu koordinieren. Weil ich bin ein Mensch, der so gut im Multitasking ist wie ein Wal im Marathon laufen. Nämlich null. So. Jetzt muss ich mich erstmal hier drauf Concentration machen. Ja, damit nämlich hier wieder die Superstelle kommt. Und mir rennt wieder 3 Millionen verdammte Schattenmänner behind me! Oh, ihr seid doch, ihr habt doch voll gelitten! Ihr habt voll gelitten! Oh mein Gott! Alter! Wow. Oh mein Gott! Wie hab ich das denn gemacht? Nein! Ich weiß, wo die Letzten sind! Oh, Marius! Hab Gnade mit mir! Ihr verdammten Marius! Ne! Jetzt willst du sagen, ich kack da ab, oder was? Oh. Oh, wie herzhaft ist das denn? Ja, ist ja super. Weiß ich ja auch genau, wie ich das mache, würde ich mal sagen, ne? Okay. Leute! Der Plan hat sich geändert. Wir gehen neue Wege. Sauber. Sauber, sauber. Sauber!
Oh. Das ist schwieriger als Autofahren. Und ich habe heute meine erste Fahrstunde gehabt, Leute. Meine allererste Fahrstunde war sehr lustig. Und es ist total ungewohnt. Ich bekomme noch gar nichts mit, was da überhaupt alles abgeht. Aber ich hoffe, das ändert sich noch. Sonst werde ich vom Autofahren geleider neint. Obwohl mein Fahrlehrer mich bestimmt so oft leider neinen wird, Leute. Wirklich, der wird mich am laufenden Band abziehen. Ich sage es euch jetzt schon mal. Normalerweise lasse ich mich nicht so abziehen. Aber der zieht mich am laufenden Band ab. Oh nein, jetzt habe ich, glaube ich, habe ich Fell gemacht. Wo sind die restlichen? Hier. Komm schon, komm schon. Ha! Jetzt kriege ich den Stern. Tot. Ich nehme jetzt alle Sternteile mit, damit er euch nicht wieder beschwert. Wenn ich da gar keine Sternteile mit. Nö, mache ich auch nicht. Oh mein verdammter Gott. Ja! Dim, 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 dim. Sauber, wir haben es geschafft, Leute. Da gibt's erstmal eine Sesamsalzstange drauf. Also, eine Sesamsalzstange. Ich glaube eher eine Sesamstange nur an sich. Ne? Also, Sesamsalzstange, ab geht es. Mhm. Galaxie komplett. So, okay. Jetzt ein bisschen von der Rumfahrt, Leute. Bevor wir ins nächste Level gehen hier oder selbst wenn wir drin sind. Ja, Rom war sehr, sehr geil. Also die Bauwerke dort, ne? Wer nicht da war oder wer da nicht vorhat hinzufahren, fahrt dahin, Leute. Rom ist wirklich unglaublich geil, was die Bauwerke angeht. Ja, der Vatikan ist. Vatikan war für mich schon immer faszinierend, weil es da ja viele Verschwörungstheorien gibt und. Ich habe eine Dokumentation, eine wirklich ernsthaft seriöse Dokumentation angeguckt über den Vatikan und ja, aber erst im Nachhinein, als ich da war, ich habe die ganzen Plätze natürlich wieder. Ja, genau. Auch so eine lila Münzkacke. Wartet, also ich erzähle noch ein bisschen kurz. Ihr habt mir also die zwei die Doku angeguckt, bevor, also nachdem ich da war. Und da sind so viele Überwachungskameras, die kein Schwein sieht, wenn man da rumläuft. Wir haben uns vorgedrängelt, als wir in den Petersdom rein wollten, weil die Schlange so lang war, ja? Die haben das bestimmt alles gesehen. Die haben gedacht, oh, haha, guck mal, die deutschen Touristen, die drängeln sich immer vor. Ich weiß nicht, Leute. Haben uns trotzdem in Ruhe gelassen. So, ich fahr schon mal ein bisschen nebenbei hier oder rolle oder wie auch immer. Dum, 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 dum. Also, es war wirklich geil, ja? Wir haben nicht ganz so viel gesehen, also wir haben alles gesehen, was man sehen sollte. Aber wir haben viel nicht geschafft, weil wir wollten zum Beispiel ins Kapitol da darauf steigen, auf dem Palatin. Und das ging schon mal nicht ganz so, weil die Sache war nämlich die Italiener meinten, sie müssten Nationalfeiertag feiern. Und dadurch haben die da Militärparade gemacht und dann war leider nein mit Kapitol. Ja, und das war schon mal Pech dann für uns. Dann hat es auch noch geregnet. Aber das Geilste sind die Bangladesch-Verkäufer. Verkäufer aus Bangladesch, Leute. Die haben alles. Ausgenommen alles, was das Herz begehrt. Bei Sonne, Sonnenschirme verkaufen sie. Sie verkaufen Sonnenbrillen, ja? Ein Tropfen Regen. Das war nämlich so da, als wir da am Forum Romanum waren. Ein Tropfen Regen. Also es war dann richtig Regen. Und die Typen stehen am Eingang mit Regenschirmen. Das glaubt ihr nicht. Die kommen auf dich zugerannt, als wenn sie schon wüssten, man... Oh, Madame! Als wenn sie schon wüssten, man braucht auf jeden Fall einen Regenschirm. Kommen und sagen, 5 Euro. Ja? 5 Euro für so einen scheiß Regenschirm. Ich habe am Anfang auch die 5 bezahlt, weil ich hatte die Kamera dabei. Und wollte natürlich nicht, dass die nass wird. Hab direkt 5 bezahlt, ohne zu handeln. Die anderen haben sie jetzt ja auf 2,50 pro Regenschirm runtergehandelt bekommen. Dann stehen sie da. Mit Uhren. Und sie sagen, oh, Rolex. Du gehst da hin und fragst, Original? Und yes. Du guckst dir die Uhr an, denkst dir, ja, natürlich, eine Rolex mit einem gelben Plastikarmband. Das ist ja auch sehr realistisch. Aber die Leute sind der Meinung, es ist eine echte. Natürlich wissen die, dass die fake ist, ne? Aber die verkaufen dir da alles, Leute. Und die verkaufen einen für so dumm. Naja, sauer sind sie geworden, als dann einer,